Über 200.000 Euro mit Christbaumkugeln und auch viele andere Produkte machen aktuell richtig große Umsätze, wenn es ums Thema Weihnachten geht. Aber lohnt sich das jetzt überhaupt, so ein Produkt rauszubringen, oder sollte man doch eher auf Produkte setzen, die das ganze Jahr überlaufen? Genau darüber möchten wir heute sprechen. Wenn dich das interessiert, bleib also unbedingt dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Hi, was geht? Willkommen bei AMZ Bestsell. Mein Name ist Sven Linsen und wie schon gesagt, möchten wir heute mal über saisonale Produkte sprechen, insbesondere aktuell natürlich das Weihnachtsgeschäft. Es sind Produkte wie zum Beispiel Christbaumkugeln, wie so Spitzen vom Weihnachtsbaum, wie zum Beispiel Plätzchendosen. Das sind Produkte, die aktuell unfassbar gut laufen. Du siehst hier im Hintergrund mal ein paar Sachen, die wir uns mit Helium 10 angeschaut haben, wie viel Umsatz sie machen. Wenn du dich für Helium 10 interessierst, schau gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort kannst du ja einen kostenlosen Account machen und auch Helium 10 nutzen. Jetzt soll es aber mal darum gehen, ob es sich denn überhaupt lohnt, solche Produkte zu verkaufen. Meiner Meinung nach gerade für Anfänger nicht. Denn wir haben bei Amazon FBA ja folgendes Problem im Vergleich zum Beispiel zu Dropshipping. Bei Dropshipping könntest du jetzt sagen, okay, es ist Weihnachten, die Dinger laufen gut, ich nehme einfach ein bisschen was in den Shop auf und los geht's. Bei Amazon haben wir da ein anderes Problem. Und zwar ist es einfach immer sehr, sehr teuer, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir müssen erstmal Bilder machen lassen. Könnt ihr übrigens bei uns machen, wenn euch das interessiert. Checkt gerne mal die Links in der Videobeschreibung vorbei. Einfach nur kurze Werbung dazwischen. Genau, auf jeden Fall, wir müssen in Bilder investieren. Wir müssen die Texte erstmal anlegen. Wir müssen Bewertungen sammeln, bis das Ganze mal läuft. Es dauert einfach eine Weile. Es kostet Geld, ein Produkt zu launchen bei Amazon. Das ist einfach so. Und ebenfalls ist es so, dass bei Amazon gerade beim Import und vor allem jetzt zur Zeit immer mal viel schief geht, es dauern einfach Sachen immer länger und da kann es ganz schnell mal passieren, dass du zum Beispiel zur Weihnachtszeit dein Produkt rausbringen möchtest und auf einmal kommt irgendwas dazwischen und du bringst das Produkt erst im Januar raus. So, dann stehst du im Januar da mit deiner Weihnachtsware und ja, blöd gelaufen, du sitzt ein Jahr lang auf der Ware fest, dein komplettes Kapital ist in der Ware gebunden, macht so gesehen schon mal keinen Sinn. Aber selbst wenn du das Produkt rechtzeitig launchen kannst und zur richtigen Zeit rausbringen kannst und es läuft gut, selbst dann musst du danach wieder ein Jahr warten, bis es weitergeht. Und das ist gerade als Anfänger unfassbar schwierig, denn du investierst natürlich in dein Listing, in deine Bilder, in deine Bewertung mit der Hoffnung, dass du damit langfristig Geld verdienen kannst. Und wenn du dann eben wieder ein Jahr warten musst und dann erstmal das komplette Geld wieder in dein Listing investieren musst, dann kannst du ja ganz schnell mal ins Minus gehen und das ist eine Sache, die dann einfach keinen Spaß macht. Also meiner Meinung nach macht es schon Sinn, in so saisonale Produkte zu investieren. Du kannst da richtig große Umsätze in sehr kurzen Zeiträumen machen und das ist schon ein Geschäft, was sich richtig lohnen kann. Allerdings würde ich das auf keinen Fall als erstes, zweites, drittes Produkt machen. Wenn dein Amazon-Business mal läuft und du wirklich gute Produkte hast, die sich gut verkaufen, dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass man da vielleicht mal so ein, zwei Produkte rausbringt, die dann über ein, zwei Monate gut laufen und wo man in diesem kurzen Zeitraum einfach viel Geld mitnimmt. Das macht schon Sinn, aber wie gesagt, für die ersten Produkte ist es einfach sehr, sehr schwierig. Und damit komme ich auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar die alteingesessenen Produkte. Wir können das hier ganz gut sehen im Markt von zum Beispiel Christbaumkugeln. Hier gibt es ja diesen einen Anbieter, den ich dir am Anfang gezeigt habe, der monatlich über 200.000 Euro Umsatz macht. Das ist schon extrem, extrem krass, aber du siehst auch, dieser Anbieter hat über 2.000 Bewertungen. Alle anderen Christbaumkugeln haben auch 1.000 Bewertungen, 500 Bewertungen, also es ist extrem schwer, erstmal an dieses Level ranzukommen. Denn es gibt hier einfach viele sehr alteingesessene Produkte auf Amazon, die schon lange verkaufen, die dementsprechend viele Bewertungen haben und die dir dementsprechend auch einfach einen Schritt voraus sind. Und ja, dementsprechend solltest du einfach erstmal schauen, wie stark ist wirklich die Konkurrenz. Es gibt mit Sicherheit auch Märkte, wo eine sehr schwache Konkurrenz ist. Gerade bei so saisonalen Produkten ist auch häufig der Fall, dass die Bilder, die Texte und so weiter nicht besonders gut sind und man hier wirklich eine gute Chance hat. Aber wie gesagt, gerade die Bewertungen sind häufig sehr, sehr schwierig, da ranzukommen. Und deswegen solltest du dir schon sehr, sehr gut überlegen, ob du in so einen Markt reingehst. Also kommen wir jetzt letztendlich zum Fazit. Es kann auf jeden Fall Sinn machen, in so Märkte reinzugehen. Man kann viel Geld in sehr, sehr kurzer Zeit einnehmen. Man kann richtig coole Erfolge feiern. Aber man kann damit auch richtig auf die Schnauze fallen. Man kann lange auf der Ware sitzen. Man kann lange keine Umsätze machen. Einem fehlt vielleicht das Geld, um es in neue Produkte zu investieren, die vielleicht das ganze Jahr über gut laufen würden. Und dementsprechend meine Empfehlung, wenn du Bock drauf hast, wenn du eine gute Idee hast, wenn du ja, dir was Cooles ausgedacht hast, wie du dein Produkt vermarkten kannst, dann mach das gerne, geh in saisonale Produkte rein. Allerdings, wie gesagt, erst beim 4., 5., 6. Produkt, da wo du wirklich schon deine Umsätze hast, die übers Jahr fließen, wenn du einen Cashflow hast
und dann kannst du da richtig, richtig viel Spaß mit haben. Aber ja, im aktuellen Fall, wenn du Anfänger bist, würde ich davon erstmal die Finger lassen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich jetzt riesig über ein Like und ein Abo freuen. Damit würdest du mich und uns riesig unterstützen hier auf diesem Kanal. Und wir würden natürlich auch sehen, dass das Ganze hier Leute erreicht. Und das Ganze motiviert uns natürlich auch weiter hier Videos für euch zu produzieren. Ansonsten check gerne die Links in der Videobeschreibung aus, unseren Videokurs Helium 10, unsere Website, wo du sehr, sehr günstige Produktbilder für dein Amazon-Listing bekommst. Ja, und wie gesagt, damit danke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Sven Linsen von AMZ Bestsell. Mach's gut. I might come back to life. The look in your eyes, start to sing Frankenstein. I'm set in love, I'm cut up, but no blood, so tempted to love. Who says was the drug?